liebe Freunde, wir sind jetzt hier in Juniper Mountain am Maira River und ich freue mich, dass wir hier heute in diesem wunderschönen Tag zusammengetroffen sind, weil wir haben hier heute Eva Herrmann, die ja mit am Seminar teilnimmt und ich hatte mit ihr gesprochen und sie hatte sich bereit erklärt, nochmal ein paar Worte zu sagen zu ihrem Thema. Eva Herrmann habe ich kennengelernt und schätzen gelernt, gerade durch ihre Bücher. Sie hat 13 Bücher geschrieben. Sie ist eine brillante Autorin, eine brillante Denkerin, die ich sehr schätze. Und dabei habe ich auch festgestellt, dass wir natürlich auch vieles gemeinsam haben, speziell im Bereich auch der Medienbehandlung. Und was könnte besser passen, als dass im Rahmen eines Seminars hier in Kanada Eva Herrmann noch mal ein paar Worte zu ihrer Thematik verliert. Und ich will auch nicht lange Worte jetzt dafür verlieren und freue mich einfach. Und ihr könnt euch gerne alle auch mitfreuen mit einem Applaus, dass Eva Herrmann nun da ist und etwas sagt zu uns. Dankeschön. Eva. Danke, Andreas. Vielen Dank. Ja, ein paar Worte wird ein bisschen länger, ne? Also könnte ein Stündchen werden, ein bisschen drüber auch. Erstmal bedanke ich mich für euer Interesse, das Interesse der Wissensmanufaktur, dass ich hier doch ein paar Worte sagen kann zu einem meiner Themen. Aber ich würde sagen, es ist mein Lieblingsthema. Es ist die Familienpolitik Deutschlands, die ich so nicht bezeichnen würde, sondern eher als Unfamilienpolitik, leider. Selber zu dem Thema bin ich gekommen, als ich noch voll im Mainstream schwamm und eigentlich kaum was Böses ahnte. Es ist mir vorzuwerfen, dass es so lange gedauert hat, aber besser jetzt als nie, beziehungsweise ist das Ganze auch schon über 10 Jahre her oder noch länger, denn eigentlich durch die eigene Schwangerschaft kam ich zum Erkennen. Es ist ja so, dass Frauen, wenn sie schwanger werden, Männern auch ein anderer Kopf wächst. Der muss wachsen, denn man muss sich einstellen auf ein neues Leben, für das man die Verantwortung übernimmt. Und zwar umfangreich. In der Tierwelt ist es ja so, dass da praktisch jeder, der an die Jungen ran will, eigentlich schon in Lebensgefahr schwebt. Bei uns Menschen ist das inzwischen anders. Früher war es auch so. Und um diese Gefahrensituationen, die nahen könnten, erkennen zu können, werden andere neue Sinne geschärft oder die Sinne, die schon vorhanden sind, geschärft. Und das passierte bei mir auch. Ich war schwanger und war noch Tagesschausprecherin und war Talkshow-Moderatorin, war eine klassische Karrierefrau, die ich übrigens gerne war. Hat mir super Spaß gemacht, das Ganze. Und dann kam eine Kollegin und sah meinen schwangeren Bauch und sagte, möchtest du dein Kind mal stillen? Tschö, habe ich gesagt, keine Ahnung, vielleicht. Was ich will, ist ganz schnell wieder zurück in den Job. Und dann sagte sie, ich schicke dir meine Stillberaterin nach Hause. Stillberaterin hatte ich auch noch nie gehört, das Wort bis dahin. Aber diese Stillberaterin kam. Und die kam und saß 3 Stunden lang an meinem Küchentisch. Graue, lange Haare. Die Indianer hier hätten Verwandtschaftsgefühle gehabt, wenn sie sie gesehen hätten. Und sie war genauso weise, wie man auch das Urvolk der Indianer als weise ansieht, insofern, dass sie spirituell verbunden sind. Es war aber gar nicht so spirituell, was mir diese Frau erzählte, sondern es waren eigentlich ganz praktische Dinge. Nämlich sie berichtete mir, dass das Stillen, ich weiß, die Männer müssen jetzt ein bisschen durchhalten, das sind keine Männerthemen, wobei ich ganz genau weiß, dass jeder sich dann, wenn es gleich um die Stilldauer geht, fragt, Mensch, wie lange wurde ich denn gestillt? Und mal die Mutter fragen, wenn es noch geht. Das sind ganz wichtige Faktoren für den weiteren Verlauf des Lebens. Und das erzählte mir diese Frau auch. Auf 2 Säulen basiert das natürliche Stillmodell, und zwar zur Stabilmachung der körperlichen Gesundheit und auch zum Anlegen körperlicher Reserven und positiver Kräfte bis zum Lebensende. Es ist also wissenschaftlich 100-fach nachgewiesen worden, dass sämtliche Krankheiten, die der Mensch kriegen kann, klar reduziert werden, beziehungsweise das Risiko reduziert wird, wenn der Mensch lange gestillt wurde. Was ist lange? 6 Monate wird gestillt, um das Kind zu ernähren. Der Rest geht dann für die psychische Stabilmachung. Was kaum jemand weiß, selbst die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt immer noch eine Stilldauer von mindestens 2 Jahren.
Das weiß heute keiner, das werden auch die großen Babynahrungsunternehmen tunlichst nicht erwähnen. Aber die wissen warum. Vielleicht müssen sie es auch, gibt es da irgendwelche ethischen Kodexe, die verlangen, dass die Wahrheit gesagt wird in diesem Fall. 2 Jahre deswegen und länger, gerne auch länger. Denn das eine ist die physische, also die körperliche Stabilmachung, das andere ist die psychische Stabilmachung. Ein Kind, das gestillt wird von der Mutter, ist nah an der Haut der Mutter, hat den Körperkontakt, wie es das Kind braucht. Der Sichtkontakt zwischen dem gestillten Kind im Arm und der Mutter ist praktisch ideal dafür, dass das Kind die Muttersprache, deswegen heißt sie so, entschlüsseln kann aus dem Gesicht der Mutter. Und die Zwiesprache findet immer von Angesicht zu Angesicht statt. Ganz wichtige Faktoren, die heute völlig unter den Tisch gekehrt werden, kaum erwähnt werden. Naja, auf jeden Fall erzählte mir die Indianerin dann diese ganzen Dinge. Und ich saß da und bemerkte, dass ich als sogenannte Journalistin, als sogenannte aufgeklärte Frau, als Karrierefrau gar nichts gewusst hatte. Ich schämte mich, ich brach auch in Tränen aus. Es war für mich ganz furchtbar, dass ich in dieser Weise versagt hatte, als werdende Mutter die Verantwortung zu übernehmen hatte und bemerkte, dass auch schon vorher was bei mir sich verändert hatte. Naja, und diese ganzen Informationen waren für mich dann derartig interessant, dass ich das Thema recherchierte. Das sah dann so aus, als mein Sohn geboren war, auch vorher noch fuhr ich zu Bindungskongressen, wo sich internationale Bindungsforscher trafen, das habe ich ein paar Jahre gemacht, um in die Wissenschaft der Bindungsforschung einzusteigen, um das, was ich plötzlich auch emotional empfinden konnte, Muttergefühle und was so alles dazu gehört, wissenschaftlich zu untermauern. Weil es reicht ja heute nicht, wenn man sagt, ich fühle, dass das so ist, sondern man muss heutzutage alles wissenschaftlich untermauern. Das weiß auch Andreas Popp ganz besonders, der beherrscht das auch gut, als selber als Wissenschaftler arbeitend. Ja, und dann stellte ich eben plötzlich fest, es ist ein solcher Zaubertrank, ein Wunderwerk der Natur, diese Muttermilch, dass ich beschloss, darüber ein Buch zu schreiben. Das war so der Beginn nicht nur meines Interesses aufgrund meines eigenen Falles, sondern natürlich auch als Journalistin wurde ich immer neugieriger. Dann forschte ich und schaute, wer weiß das eigentlich? Keiner, so gut wie niemand, außer es gibt ja spezielle Gruppen, so Stillgruppen und so weiter, wo dann die Stillförderung vorangetrieben wird, aber ansonsten kein Thema. Habe ich mich gefragt, warum eigentlich nicht? Denn wenn man sich das anguckt, das Gesundheitssystem, also eigentlich ein Krankheitssystem geworden ist, könnte unglaublich viel Geld sparen, nicht? Also in die Milliarden hinein, zum Beispiel Adipositas, das Dickleibigkeitsproblem von kleinen Kindern bis erwachsene Menschen, wird erheblich reduziert durch längeres Stillen. Also ein Kind, das 1 Jahr gestillt wurde, hat noch ein Adipositas oder das Risiko wird um 50% gesenkt. Je länger gestillt wird, desto weniger. Herz-Kreislauf-Krankheiten, Darmkrankheiten, Krebsarten aller Art und so weiter. Nachweislich wird die Intelligenz gefördert durch das Stillen. Ich möchte jetzt hier keinen demoralisieren, der nicht gestillt wurde oder nur kurze Zeit gestillt wurde. Ich habe auch dieses Stillbuch geschrieben, nicht um jemanden zu diskriminieren, weil ich weiß, ich würde damit ungefähr den allergrößten Teil der Gesellschaft diskriminiert haben, einschließlich meiner Mutter, die mich auch nicht gestillt hat. Aber ich fand heraus, warum das so war. Es war nicht erwünscht. Warum war das nicht erwünscht? Da begannen meine Fragen. Wieso war das nicht erwünscht, wenn es doch so gut ist für alle? Naja, das war der Einstieg in die Wahrheitssuche, die wir hier irgendwie alle am Herzen haben, viele Menschen. Und man muss sich ja auch fragen, die Wahrheitssuche, was ist denn die Wahrheit überhaupt? Wer will denn für sich in Anspruch nehmen, dass er die Wahrheit findet? Egal welches Thema, ob es um die Finanzthemen geht oder um die Physik oder Biologie oder Chemie oder was auch immer. Ich glaube, dass wir die Wahrheit immer dann finden, wenn wir uns die Natur anschauen und versuchen, uns an ihr ein Beispiel zu nehmen. Es gibt auch eine Wissenschaft dazu, die heißt Bionik. Das ist eine Mischung aus Biologie und Technik. Die heißt erst seit kurzem so, aber es gibt sie natürlich schon lange, denn es ist ein systemisches Erkennen von Lösungen
an der lebendigen Natur. Also Leonardo da Vinci hat seine Flugmaschine ja aufgrund der Beobachtungen des Vogelfluges gebaut. Der berühmte Klettverschluss ist auch ein Beispiel aus der Bionik, direkt von der Klettblume her. Und da gibt es viele andere. Otto von Lilienthal hat so gearbeitet. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Natur, wie machen es die Tiere? Ich habe es gerade gesagt, es ist natürlich so, die Tiere fragen gar nicht, wie lange gibt es eine Stillzeit und wann kann ich wieder in den Beruf raus, sie haben gar keinen, sondern die leben ihr natürliches Leben und halten die Zeiten wie selbstverständlich ein, die notwendig sind, damit die Kinder ihr Rüstzeug fürs Leben haben. Die Menschen natürlich nicht. Dann habe ich mit den Wissenschaftlern gesprochen, wie lang sollte ein Mensch wirklich gestillt werden. Denn es ist ja so, wenn eine Frau heute ein Kind stillt, das 2 Jahre ist oder 3 Jahre alt ist und laufen kann, dann die Kommentare sind herrlich, die man dann hört. Ne? Also der wird ja bestimmt mal schwul werden, keine Diskriminierung, aber das sind die Sprüche und die sind diskriminierend. Den wirst du nie mehr von der Hacke kriegen und so weiter. Seriöse Forschung sagt, zwischen 3 und 5 Jahren ist heute nicht mehr vorstellbar, ist ganz klar. Aber damit hätte man dem Kind das Beste fürs Leben gegeben. Man kann es auch am Beispiel sehen, sind ja nicht unsere direkten Vorfahren, die Affen, aber die Gene stimmen zu zwischen 97% und 99% mit unseren überein. Und da geht das auch über Jahre. Ich will jetzt vom Stillen wegkommen, aber das war, um es mal zu erklären, mein Eintritt in die politisch unkorrekten Themen, die einen wirklich den Hals kosten können, wenn man sich dafür interessiert und sie auch nachhaltig verfolgt. Als mein Kind zur Welt kam, ich will jetzt nicht nur von mir reden, sondern ich möchte mal in die Allgemeinheit schauen, welche Chancen haben denn Frauen heute, bei ihren kleinen Kindern zu bleiben, nicht nur um sie zu stillen, sondern um bei ihnen zu sein, denn auch das ist notwendig. Schauen wir wieder in die Natur. Es wird natürlich keine Tiermutter ihr Kind in die Krippe geben oder anderen, nehmen wir mal Löwen, anderen Löwinnen bringen, die würden dieses Kleine sofort zerreißen. Oder der Löwe, der Vaterlöwe würde es tun. Bei uns ist das anders, bei uns Menschen. Bei uns heißt es inzwischen, wir sollten am besten die Kinder ganz früh in die Krippe geben, in die Fremdbetreuung, damit die Mutter wieder arbeiten gehen kann, beziehungsweise in die Erwerbstätigkeit oder anders ausgedrückt Karriere machen kann. Ja, unter Karriere fallen dann auch die Damen, die an Supermarktkassen sitzen oder 2 oder 3 Jobs machen müssen, um sich irgendwie überhaupt noch über Wasser halten zu können. Denn eins muss man wissen, unsere gesamten Gesetze, Sozialversicherungsgesetze, Steuergesetze sind nachweislich in den letzten 2 Jahrzehnten zunehmend in eine Richtung verändert worden, dass nämlich das klassische Modell des Alleinverdieners ausgelaufen ist. Vater am Monatsende mit seinem Lohnzettel hat keine Chance, die Familie heute noch zu ernähren. Das ist kein Zufall, sondern es scheint eine Art System dahinter zu stecken. Und viele Jungfamilien, die also kleine Kinder haben, wundern sich, warum die anderen das irgendwie hinkriegen und sie selbst nicht. Im Prinzip ist es kaum noch hinzukriegen. Die Familien werden unter Druck gesetzt, unter enormen Druck, um eben zu zweit das Geld verdienen zu können. Jeder soll seine Steuern zahlen, Sozialversicherungsbeiträge. Je mehr Geld in die Kasse kommt, desto besser, weil wir haben so viele Nebenkriegsschauplätze, in die wir Geld bezahlen müssen. Wir reden nicht nur über den ESM, den Stabilitätspakt, sondern gibt es viele andere Modelle, die man sehr gut erklärt bekommt, wenn man hier mal ein Seminar besucht. Ja, also es ist kaum noch möglich, aus eigener Kraft das Familienleben zu finanzieren. Was passiert aber mit einem Kind, das auf die Welt kommt? Welche Bedürfnisse hat ein Kind? Jedes, egal ob in Kanada geboren oder Deutschland oder Afrika oder Russland. Das Kind, das 9 Monate im Leib der Mutter war, hat nur ein einziges Bedürfnis, wenn es nach 9 Monaten auf die Welt kommt. Und das heißt Mama. Mamas Haut, Mamas Stimme, Mamas Herzschlag. Der Grund, warum Mütter ihre Kinder in aller Regel auf den linken Arm nehmen, ist nicht intuitiv, ist nicht der Grund, damit sie mit rechts mehr arbeiten können, das ist auch gut, sondern das ist die Verbindung zum Herzschlag, den das Kind 9 Monate lang
gehört hat, an den es sich gewöhnt hat. Es ist die engste Verbindung, nachdem es geboren wurde. Das Bedürfnis der Kinder heißt Mama, Nähe, Körper, Muttermilch, Sicherheit. Denn dieses Kind, ein Nestflüchter, kommt auf die Welt und ist praktisch schutzlos oder wäre schutzlos, wenn Mama und Papa nicht da wären. Und dieses Urbedürfnis nach Mama hat jedes Kind. Wenn dieses Bedürfnis gestillt wird, erfüllt wird, wenn das Kind also Mama hat, auch Papa, der spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, aber die Bezugsperson, um das Kind ja auch natürlicherweise nähren, stillen, beruhigen zu können, ist in erster Linie die Mutter. So ist es vorgesehen. Schauen wir wieder in die Natur. Der Vater geht raus und holt das Essen, jagt, und die Mutter bleibt zu Hause beim Kind oder den Kindern. Wenn das Kind jetzt lernt, mein Urbedürfnis wird erfüllt, also ist dieses Urbedürfnis richtig, dann vermittelt sich über die Zeit der Eindruck auf das Kind, Bedürfnis ist richtig, also bin ich richtig. Wer mit dieser Botschaft ins Leben gehen kann, ich bin richtig, der ist richtig. Der hat Selbstvertrauen, der hat Urvertrauen, der hat seelische Stabilität und kann ein Leben meistern ohne große Komplikationen. Natürlich passieren in jeder Biografie unvorhergesehene Dinge und es ist jetzt kein Allheilmittel gegen jedes Problem. Aber es hilft immer, wenn man stabil ist in der Psyche und eher sagen kann, geh mal weg, ich mach das schon. Als wenn man sich ängstlich zurückzieht und sagt, mal sehen. Wessen Bedürfnis nicht erfüllt wird, wer nicht zu Mama kann, wer früh mit wenigen Wochen in die Krippe gegeben wird, dessen Eindruck wächst, mein Urbedürfnis ist nicht richtig, also bin ich nicht richtig. Diese Ausführungen, die ich hier loslasse, stammen nicht von mir, sondern die sind natürlich hundertfach, tausendfach auch wissenschaftlich nachgewiesen worden. Eine der Pionierinnen ist Christa Mewes, inzwischen fast 90 Jahre alt, aus Uelzen. Mit ihr stehe ich in engem Kontakt. Die hat das schon vor 60 Jahren erzählt und konnte vor 60 Jahren solche Vorträge in Deutschland nur unter Polizeischutz halten, weil damals gerade die 68er-Bewegung losging und alles, was derartige Informationen anging, versuchte zu verhindern. Und Christa Mewes hat 123 Bücher geschrieben im Laufe ihres Lebens. Und sie hat vor 60 Jahren begonnen zu warnen. Sie hat natürlich in die DDR geschaut, hat dort die Missstände durch die Krippenbetreuung von kleinen Kindern, die aus dem kommunistischen System praktisch entstammen, aus dem sozialistischen, bemängelt und hat gewarnt und hat gesagt, wenn ihr eure Kinder so großziehen wollt, dann werden diese Kinder Probleme kriegen, jedenfalls mehr, als wenn ihr es richtig machen würdet. Denn wenn noch weitere Risikofaktoren dazukommen, wie Scheidung, Trennung der Eltern, Gewalt in der Familie, Alkohol, Drogen, also es gibt ja eine Menge, dann wächst das Risiko, dass die Kinder, die frühzeitig von der Mutter getrennt wurden, labil werden könnten oder die Depressionsraten dadurch eines Tages steigen könnten. Sie hat heute gerade wieder einen Aufsatz veröffentlicht, aus dem klar hervorgeht, dass die Depressionsraten, aber das hatte auch die Techniker Krankenkasse gerade wieder veröffentlicht, dass die Depressionsraten so rasant angestiegen sind, dass inzwischen die Krankheit Depression zur Volkskrankheit Nummer 1 erklärt werden kann. Ebenso wie Burnout und alle Krankheiten, die die Instabilität der Psyche des Menschen erkennen lassen. Ich kann mich auch noch erinnern, als vor dem Fall der Mauer, als in der DDR die Kinder natürlicherweise in die Krippe gegeben wurden und man stand hier, es gibt Aussagen von namhaften grünen Politikern, die damals noch gesagt haben, ja, das geht ja gar nicht, was die da drüben machen. Die Kinder müssen doch in den ersten Jahren bei den Eltern bleiben. Das war damals politisch korrekt, dass man das bei uns sagte.
Die Politiker sämtlicher Parteien haben diese Aussagen getroffen. Es gibt auch eine ganze Sammlung. Man müsste das eigentlich mal zusammenfassen und veröffentlichen, wer das damals alles gesagt hat. Sie kennen die alle. Heute ist das anders. Heute ist es politisch unkorrekt, wenn man so etwas sagt. Oder es kann sogar gefährlich werden. Ne? Wie bei mir beispielsweise. Wie konnte das passieren, dass innerhalb von wenigen Jahrzehnten die Meinung einer ganzen Gesellschaft verändert wurde? Und ist die Meinung der ganzen Gesellschaft wirklich verändert? Oder woran liegt das? Wer ist dafür zuständig, dass hier plötzlich ganz andere Gesetze herrschen? Denn ich kann mich erinnern, es war Anfang 2000, da wechselte die Regierung. Renate Schmidt war noch Familienministerin gewesen von der SPD. Die sagte damals, wir müssen jetzt mindestens 750.000 Krippenplätze für Deutschland bauen, ne, damit die Kinder schnell in die Fremdbetreuung können und die Mütter wieder in die Erwerbstätigkeit. Und dann kam Ursula von der Leyen von der CDU und wurde Familienministerin. Die ließ gleich sämtliche Staatssekretäre da im Ministerium, hat das alles übernommen und den Plan 1:1 weiterverfolgt. Das waren auch so die ersten Male, wo ich entdecken konnte, dass es eigentlich wurscht war, ob wir von der SPD sprachen oder der CDU. Das verschwamm wie die Milch im Kaffee und wurde zu einer Einheitssoße, genauso die gesamten Programme. Inzwischen sind wir bei fast 700.000 Krippenplätzen. Es ist heute vollkommen normal, in Anführungsstrichen normal, dass Frauen kaum darüber nachdenken, ob sie ihre Kinder selbst betreuen. A, weil sie finanziell unter Druck stehen und B, weil eben auch sie gar keine Informationen in den öffentlichen Medien finden können oder so gut wie keine, die ihnen empfehlen würden, bei den Kindern zu bleiben. Warum ist das so? Naja, das ist ja ganz klar, das ist gesteuert. Unsere Medien, wir werden darüber hier auch noch mal in einem Gespräch sprechen, welche Aufgaben unsere Medien inzwischen übernommen haben, nämlich nicht die der Aufklärung und die der Informationsgebung, sondern der Vernebelung, der Täuschung, der Manipulation. Das sind harte Worte, aber ich weiß ganz genau, wovon ich rede. Spätestens seit der Zeit, als ich selbst aus dem Mediensystem ausgeschieden bin oder ausgeschieden worden bin, klingt auch hübsch, und die Mechanismen meiner Kollegen plötzlich am eigenen Leib erleben musste. Also Unwahrheiten und Lügen wären dann noch die ganz harmlosen Bezeichnungen, unter denen ich zum Teil echt zu leiden hatte. Ich habe es aber überstanden, denn mir war die Sache immer viel wichtiger. Es geht mir darum, sowas Ähnliches wie die Wahrheit zu finden. Nämlich, wenn wir uns die Untersuchungen, die wissenschaftlichen Forschungen anschauen zum Thema Kindererziehung, frühkindliche Betreuung, frühkindliche Bindung, dann kommt unterm Strich immer wieder raus, ein Kind, das die Chance bekommt von uns in den ersten 3, 4, 5 Jahren, gerne auch länger, bei der Mama bleiben zu dürfen, den Papa erleben zu dürfen, wie er jeden Tag da ist, mal aus dem Haus geht, wieder nach Hause kommt. Diese Kinder haben eine bessere Chance. Und wenn wir generalstabsmäßig, also flächendeckend, das System der Mutter-Kind-Beziehung zerstören, flächendeckend, damit meine ich nicht nur unser Land Deutschland, sondern ich meine ganz Europa, denn diese Pläne, die natürlich nicht im Bundeskanzleramt entstanden sind, sondern aus Brüssel diktiert werden, und Brüssel wird ja auch wiederum diktiert, wie man nun inzwischen ziemlich gut weiß, zerstören eine ganze Gesellschaft. Warum? Was steckt dahinter? Warum tut man das? Wenn man weiß, die Kosten für die Krankenversicherung steigen, fürs Gesundheitswesen steigen, viele andere Kosten damit auch, da muss man ja annehmen, da steckt ein Vorsatz dahinter. Man sollte das auch annehmen, denn es ist ja kein Nachteil für die großen Unternehmen, die unsere Geschicke sozusagen lenken. Unauffällig, das heißt ja immer, seien die Politiker, aber sie sind es doch immer weniger, wie wir erkennen müssen. Die haben natürlich
gar nichts dagegen, wenn die Menschen krank sind, denn das bringt Geld, ganz klar. Auch ein Burnout, auch eine Depressionskrankheit, die behandelt werden muss, bringt Geld. Das ist sicher der eine Grund. Aber es gibt einen anderen Grund, aus meiner Sicht. Als ich mein Stillbuch recherchierte und eben auch unter anderem auf den Umstand stieß, dass länger gestillte Kinder das Risiko an Dickleibigkeit zu erkranken deutlich reduziert bekommen. In dieser gleichen Zeit hat unsere damalige Verbraucherschutzministerin, die Grünen-Politikerin Renate Künast, eine bundesweite Kampagne für dicke Kinder, das war die Dicke Kinder-Kampagne, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran, ins Leben gerufen. Und sie hat gesagt, wir tun jetzt alles, damit also es uns nicht geht, wie vielleicht Ländern wie Amerika, also den USA oder anderen, wo die Menschen schon viel dicker geworden sind aufgrund schlechter Ernährung und so. Wir machen jetzt ein umfangreiches Programm und fangen schon an bei den Dreijährigen. Und dann habe ich ihr einen Brief geschrieben und habe um einen Termin in Berlin gebeten. Und den hat sie auch stattgegeben. Da bin ich also mit meiner Informationsmappe dahin gefahren. Und dann habe ich ihr das auf den Tisch gelegt und habe gesagt, nein, Sie müssen also bei Null anfangen. Nicht, wir müssen anfangen mit der Geburt der Kinder, Aufklärungsarbeit am besten noch vorher, die bei den Müttern geleistet wird. Denn die Kinder müssen gestillt werden, ganz klar. Ich war damals auch tatsächlich noch so naiv und glaubte, das würde sie interessieren. Also sie hat auch so getan, als ob das so wäre. Sie saß da mit ihren ganzen Sekretärinnen und Ministerialbeamtinnen, waren Beamtinnen, keine Beamte, und sie nickten auch und guckten aber sehr ernst. Also Sympathie war da nicht im Spiel, das habe ich auch gleich gemerkt. Harmonie brauchte ich auch nicht versuchen irgendwie herzustellen, das ging auch nicht so richtig. Und dann habe ich mich halt auf Sachliche konzentriert, aber es war leider umsonst. Ich hatte ihr dann nochmal einen Brief hinterhergeschrieben, mich bedankt für Kaffee und Kuchen. Und es kam nicht mal mehr eine Antwort. Und sie hatte dann ihre Kampagne begonnen beim dritten Lebensjahr. Gut, wenn mein Sohn mal irgendwann vor mir steht und sagt, warum habt ihr das alles zugelassen? Ein ganz wichtiger Motor für mich. Vor dieser Frage hätte ich nämlich Angst. Dann kann ich zumindest sagen, du, ich habe eine Menge versucht. Ich war sogar bei Frau Künast in Berlin und das heißt was. All diese Informationen bekommen wir also nicht in den Medien. Im Gegenteil, es ist schon vor vielen Jahrzehnten damit begonnen worden, Desinformationen zu streuen. Also auch was das Stillen zum Beispiel angeht. Es gibt nachweislich umfangreiche Bemühungen seit Jahrzehnten der Babynahrungsindustrie, die den Krankenhäusern die Proben gegeben hat. Das tun sie heute auch noch, obwohl es einen Ethos gibt, der es ihnen verbietet. Um gleich, wenn die Kinder geboren werden, den Müttern diese Pakete, diese Stillmilch, die künstliche, zu geben, was ja für eine werdende Mutter, die sich vielleicht mit dem Thema nicht beschäftigt hat, und das sind die meisten, wie eine ärztliche Empfehlung aussieht. Und so ist also auf ganz unauffälligen Wege viel Wissen einfach umgedreht worden, verändert worden, sind neue Tatsachen geschaffen worden, die natürlich in Wirklichkeit keine Tatsachen sind. Dann hatte ich mir überlegt, ich habe übrigens dann dieses Stillbuch veröffentlicht, das war glaube ich 2003, da war ich ja noch ganz im System tätig, allerdings sehr nachdenklich geworden schon. Und kann mich erinnern, ich hatte dieses Buch beim namhaften Verlag Hoffmann und Campe veröffentlicht. Und dann gab es in einer der größten Tageszeitungen Deutschlands eine halbseitige Rezension. Die Überschrift lautete sinngemäß in etwa, ich kann mich jetzt nicht mehr an den genauen Wortlaut erinnern, Eva Herrmann ist verrückt geworden. Stillbuch, Doppelpunkt, die Alte spinnt. Nicht, und es war keine sachliche Kritik darin, sondern es war einfach ein gnadenloses Niedermachen. Ich kann mich erinnern, ich hatte danach eine Veranstaltung besucht, wo einige Medienvertreter waren, die zum Teil emotional hoch aufgeladen auf mich zukamen, Familienväter von kleinen Kindern, die mich anschrien vor versammelter Mannschaft, was ich mir eigentlich denken würde und ob ich nichts Besseres zu tun hätte.
Und da habe ich gedacht, au weh Zwick, was geht hier eigentlich ab? Der ist bestimmt nicht gestillt worden. diese Reaktionen auch in der Öffentlichkeit, die haben mich zunehmend beschäftigt. Als ich dann in einer NDR-Talkshow eingeladen war, wo auch Rita Süssmuth anwesend war, Inge Meisel, als Mutter der Nation, niemals ein einziges Kind gekriegt, aber es war die Mutter der Nation, und einige andere Frauen, die alle eine feministische Einstellung eingenommen hatten, Frauen in die Erwerbstätigkeit, Kinder in die Krippe. Und ich saß dann nun als gerade gewordene Mutter und sagte, nee, ich sehe das also total anders. Mal abgesehen von den ganzen wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber auch meine Intuition, das geht mir gegen den Strich, wenn ich das Haus verlassen soll und mein kleines Kind da irgendwie bei fremden Leuten lassen soll. Und ich hatte mich inzwischen kundig gemacht, das geht übrigens den meisten Müttern so, die sich das nicht mehr zu sagen trauen, weil es politisch unkorrekt ist. Und da weiß ich noch, Rita Süssmuth saß also vorwurfsvoll vor mir in dieser Sendung und sagte, Frau Herrmann, Sie haben jetzt gerade die Frauenarbeit über 100 Jahre zurückversetzt. Da habe ich gedacht, was heißt denn Frauenarbeit? Von was reden die? Und dann begann ich mich wirklich mit dem Thema, dann bin ich eingestiegen. Dann habe ich gedacht, das ist jetzt doch interessant, weil das geht nicht nur mich an, das geht das ganze Land an, das geht im Prinzip Europa an. Was ist hier los? Und dann begann ich mich mit dem Thema Feminismus zu beschäftigen. Ich stellte auch fest, dass zum Beispiel ein Krippenplatz heute je nach Region monatlich zwischen 1.200 und 2.000 Euro kostet. Da habe ich gedacht, Mensch, warum gibt man nicht das Geld den Müttern, die zu Hause bleiben wollen? Die anderen, die Kinder weggeben können, können das ja machen. Aber die zu Hause, und wenn man denen nur die Hälfte gibt, wie viele würden dann zu Hause bleiben? Und ich habe mich mit vielen Frauen unterhalten. Ich hielt inzwischen Vorträge zum Thema Stillen und Mutter-Kind-Bindung. Und die waren überlaufen. Da kamen hunderte Frauen, die oft weinend da saßen und sagten, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich fühle mich schlecht. Und ich habe immer gesagt, nein, wir müssen anfangen aufzuklären. Wir müssen die Urinformationen, die alte Melodie der Natur, die uns betrifft, wir schwingen in diesen Gesetzen, die müssen wir zurückholen. Wir müssen das alte Wissen zurückholen, damit wir naturgerecht, so gut es überhaupt nur geht, leben lernen. Dann kam ich zum Thema Feminismus und stellte dann fest, die Versprechungen des Feminismus. Alice Schwarzer, Chef-Feministin Deutschlands. Frauen, ihr könnt alles. Gebt Gas. Ihr seid besser als die Männer. Unterwerft euch den Männern nicht mehr. Macht euch unabhängig von den Männern. Das waren so die Versprechungen, die so ab 1960, 70, da begann es, in die Lande per Parole gebracht wurden. Und das gefiel natürlich vielen Frauen, auch muss man auch verstehen. Denn die Frauen waren Jahrhunderte Jahre, tausende Jahre immer wieder in Situationen der Unterdrückung. Dann schaute ich mir das genauer an, was ist jetzt mit den Geschlechtern los, fing an zu recherchieren. Führte Gespräche, Interviews, hielt Vorträge, wo wieder viele Impulse kamen. Und Fakt ist heute, Mann und Frau in den Geschlechtern, in ihren einzelnen eigenen Geschlechtern, stehen sich häufig irritiert gegenüber, bis kämpferisch. Ich meine nicht nur die hohe Scheidungsquote von über 50% und ein hohes Maß an Trennungsquoten und den vielen Patchwork-Familien, die inzwischen in dritter oder vierter Ausführung schon zusammenkommen. Da kommen jetzt manchmal schon Dutzend Kinder zusammen, nach so ein paar Lebensabschnittspartnerbeziehungen mit Kindern. Da ist so vieles durcheinander. Wie kommen die Kinder damit klar? Ich stellte fest, da steckt ja auch schon wieder ein System dahinter. Dann kam ich zu dem Begriff Gender. Gender schreibt sich Gender, Gender Mainstreaming. Also wenn man das Wort Gender nimmt und den ersten und letzten Buchstaben wegstreicht, dann sieht man eigentlich schon das Ziel, Ende. Denn was ist Gender? Aus meiner Sicht das größte Menschenexperiment aller Zeiten.
Gender Mainstreaming wurde publik gemacht 1995 bei der UNO-Weltfrauenkonferenz in Peking, wo man Gender beschloss. Es heißt übrigens deswegen so komisch und so, dass man sich es eigentlich gar nicht merken will und merken kann, klingt kompliziert, damit es kompliziert ist und damit man es auch gleich wieder vergisst und damit man es gar nicht versteht. Ich will es aber versuchen, in wenigen Begriffen verständlich zu machen. Gender Mainstreaming ist das größte Umerziehungsprogramm, dem im Moment die Menschheit unterworfen ist. Oder eines der größten, es gibt ja auch noch andere. Und zwar besagt die These, dass der Mensch, wenn er auf die Welt kommt, nicht als weiblich oder männlich auf die Welt kommt, sondern neutral ist. All das, was Sie jetzt bisher so erlebt haben, und wenn ein kleiner Junge kommt, wo man sieht, es ist ein Junge, da sieht er ein bisschen anders aus, dann ist das gar nicht so, sondern der ist neutral. Und nur weil wir sagen, der kriegt jetzt blaue Sachen an und das Mädchen kriegt ein rosa Kleidchen an, und nur weil wir die Kinder dementsprechend sozialisieren, auf männlich oder weiblich, nur deswegen drücken wir ihnen dieses Verhalten auf, sagt Gender. Gender sagt, der Mensch kommt neutral auf die Welt, und es kann auch sein, dass er, wenn er sich jetzt selbst entschieden hat, sich weiblich zu fühlen, dass das aber nach einer kurzen Zeit auch anders ist und dass man dann wechseln kann ins Männliche. Aber es gibt ja noch viel mehr. Es gibt bis vor kurzem waren es 23 Definitionen, jetzt sind es aber schon über 40. Aber ich möchte die hier alle gar nicht nennen, weil die zum Teil sehr unappetitlich sind, die dazugehören. Und es ist sogar nach der Gender-Ideologie erwünscht, dass der Mensch sich also in verschiedenen Rollen und Geschlechtern durchs Leben bewegt, je nachdem, wie es gerade kommt. Es gibt in Österreich, dieses Gender ist beschlossen worden in Peking, ist dann in sämtliche Gesetzgebungen fast aller Länder dieser Welt aufgenommen worden und gilt heute juristisch verpflichtend als Grundlage sämtlicher Regierungsprogramme. Abgesichert wird Gender durch Diskriminierungsgesetze bzw. Antidiskriminierungsgesetze. Das heißt, es sind auch sofort juristische Mechanismen geschaffen worden, dass das nicht angegriffen werden darf. Man wusste aber auch, dass es viele Jahre dauern würde, bis die Menschen darauf überhaupt aufmerksam werden. Und die meisten sind es heute auch noch nicht. Es gibt eben immer noch nur wenige Leute, wie die von mir hochgeschätzte Gabriele Kubi beispielsweise, die umfangreich über Gender Mainstreaming aufklärt. Also wer da einsteigen will in das Thema, dem sei ihr ganz kleines Heftchen, kostet glaube ich 3 Euro oder 2 Euro. Ich glaube, das heißt die Gender, die sexuelle Revolution. Ich empfehle dieses Büchlein, da kann man alles nachlesen. Ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht, was Gender bei uns im Moment so alles anrichtet. Also das heißt, männlich und weiblich gibt es nicht mehr, das vielleicht noch, sondern es gibt nur Gender. Und es gibt auch das typisch Männliche und typisch Weibliche nicht mehr nach der politischen Korrektheit. Alice Schwarzer hatte relativ früh damit angefangen, Männer zu diskriminieren, indem sie sie entweder zu gewaltbereiten Machos erklärt hat oder aber zu armseligen Waschlappen. Dazwischen gab es nichts mehr, und das ist im Prinzip der Stempel für Gender. Auffällig bei den Gendergesetzen, und zwar bei sämtlichen, ist auch, dass die Förderung des Männlichen nicht vorkommt und auch nicht der Männer, sondern es werden nur Frauen gefördert, in jeglicher Hinsicht. Frauen, Quotenregelung, wir kennen ja diesen ganzen Quatsch. Es gibt ein Gesetz von der EU vor einigen Jahren beschlossen, nachdem in der Werbung, übrigens auch in Kinofilmen darf es eigentlich nicht mehr sein, dass Frauen nicht mehr an Herd und Waschmaschine gezeigt werden dürfen, weil das sei nämlich diskriminierend und sexistisch. Wenn man jetzt, Sie müssen sich mal die Werbespots genau anschauen. Wer steht denn da jetzt an der Waschmaschine und am Herd? Die Männer mit einer Schürze. Und meistens geht die Ehefrau durchs Bild im schicken Business-Kostüm und gibt ihm nochmal eine Anweisung. Und die Kinder, die machen hinter seinem Rücken so, hallo, du bist doof. Du kannst das gar nicht so gut wie Mama. Und der schwitzt. Also das ist so das Bild, das jetzt mit dem umerzogen wird, mit dem das Bild des Mannes
umgestellt wird und auch das Bild der Frauen natürlich. Also Frauen profitieren von sämtlichen Gendergesetzen, die Männer werden benachteiligt und das ist auch wörtlich bestätigt und verankert in den Gendergesetzen. Auch bei uns in Deutschland sinngemäß heißt es da, und wenn es zu Benachteiligungen gegen Männer kommen sollte, so ist das durchaus auch berechtigt, denn sie hatten ja in den vergangenen Jahrzehnten viel mehr Vorteile, sinngemäß, ne? Also kein wörtliches Zitat. So, wohin führt das jetzt? Ich will noch mal ein paar Beispiele von Gender geben. Hatte ich mir gerade noch rausgesucht. Der Hausfrauenbund, Hausfrau, gibt es ja jetzt nicht mehr, ne? Diskriminierend. Die heißen jetzt DHB, das ist der Haushaltberufsverband der Haushaltsführenden e.V. Das ist jetzt der Hausfrauenbund. Wenn man zum Beispiel die Grenze überquert von Deutschland in Bayern, Kufsteiner Grenze nach Österreich, dann wird man mit einem Gendergruß empfangen, ein riesiges Schild, da steht drauf, Grüß Göttin. Im EU-Parlament sind immer wieder Eingaben aus der behördlichen Sprache in ganz Europa, die Begriffe Vater und Mutter abzuschaffen. Stattdessen soll es Elter 1 und Elter 2 heißen. In der Behördensprache der USA gibt es das Wort Mother und Father nicht mehr in der Behördensprache. Da heißt es Parent 1 und Parent 2. Spannenderweise gibt es einen Soziologen in Norwegen. Der ist Soziologe und Komiker, Fernsehkomiker. Harald Eier. Und Harald Eier hat sich den Spaß gemacht und hat versucht aufzuklären, was ist Gender? Und hat Soziologen und Biologen auf der einen Seite interviewt zu den Gender-Thesen und auf der anderen Seite hat er interviewt Gender-Ideologen oder Gender-Lehrer sozusagen. Und die Bilder hat er gegeneinander gestellt und dieser Film ist im norwegischen Fernsehen ausgestrahlt worden. Ihr könnt ihn euch alle anschauen. Geht zu YouTube Harald Eier, E-I-A, schreibt er sich, und schaut euch das bitte an. Harald Eier Gender, dann habt ihr das schon. Die Aussagen sind so entlarvend, denn hier kann der Laie feststellen, dass ein Gender-Vertreter nur Blödsinn redet. Man versteht es nicht, es ist unlogisch, es ist gegen jegliches Empfinden, es hält keiner Prüfung stand, während die Soziologen und die Biologen ganz normal argumentiert haben, warum es männlich und weiblich gibt, dieses Prinzip. Und nach Ausstrahlung dieses Films ist das Genderministerium, das es durchaus in Norwegen gegeben hat, geschlossen worden und jegliche weitere staatliche Zuwendung gestrichen worden. Ich würde mir wünschen, dass das hier auch in Deutschland passieren könnte und woanders, aber ich meine, wir haben diese Beispiele. Harald Eier hat für uns auch gearbeitet, das ist übersetzt worden, man kann es sehen. Hier hat es im Moment noch keinen Nachhall gefunden. Es gibt in Österreich sogenannte Fun and Care Kindergärten. Das ist eine Kette, das ist ein Gender Kindergarten. Und hier werden die Kinder praktisch auf Gender vorbereitet. Das heißt, die Mädchen sollen keine Röcke tragen, sondern dürfen nur Hosen tragen, kriegen zum Spielen Autos und Pistolen und die Jungs tragen Prinzessinnenkleider und kriegen Kosmetikkörbe. Das ist eine frühe Umerziehung, die also nach der Gender-Ideologie auch gewollt ist. Auch an den Schulen nimmt man diese Programme vor. Das heißt, gerade so ab der 7., 8. Klasse, gerade in Großstädten Berlin, Hamburg, Stuttgart, kann man das beobachten, dass Kinder Genderunterricht haben, indem sie Rollenspiele einnehmen müssen, indem sie, sagen wir mal, ich bin Esther, ich bin lesbisch und 17 Jahre alt und versuche jetzt meinen Eltern das beizubringen. Nochmal, es ist keine Diskriminierung gegen Homosexualität. Jeder soll leben, wie er will. Ich finde es trotzdem bedenkenswert, was hier passiert und bin auch etwas beunruhigt.
über den Einfluss, der da auf unsere Kinder ausgeübt wird. Parallel dazu, es gab übrigens dann auch andere Versuche, die will ich vielleicht auch mal hier nicht verschweigen. Das ist in dem Buch beschrieben, das weibliche Gehirn der amerikanischen Hirnforscherin Luann Brizendine, Brizendine geschrieben, empfehle ich auch das Buch. Ich habe überall keine Aktien drin, sondern das ist reine Überzeugung. Die unter anderem genau den Unterschied natürlich im Verhalten des Mannes und der Frau beschreibt. Und die von einem Versuch berichtet, wo man versucht hatte, dann kleine Mädchen über einen längeren Zeitraum nur mit Autos spielen zu lassen und kleinere Jungs, denen hat man Puppen gegeben. Und was die Jungs jetzt mit den Puppen gemacht haben, weiß ich nicht mehr, aber die Mädchen haben auf jeden Fall, es gab dann irgendwann den Zeitpunkt, wo sie dann halt das Feuerwehrauto genommen haben und in ein Handtuch eingewickelt haben und auf den Arm genommen haben. So wird alles wieder gut werden. Ja. Nicht? Also das sind relativ klare Zeichen eigentlich. Wer es bis jetzt nicht geglaubt hat, der soll das Buch lesen. Und wer keine Augen im Kopf hat, um selbst zu beobachten, dem kann jetzt auch nicht mehr helfen. Also dieses Gender-Programm, davon haben halt leider immer noch die wenigsten Leute eine Ahnung und die sich dann aber fragen, was hat es mit dieser Frauenquote auf sich und warum sollen alle in die Erwerbstätigkeit und warum ist dieses Familienleben eigentlich immer weniger wert und warum sowas wie eine sexuelle Revolution an den Schulen, Kindergärten und Schulen, wo ja schon in vielen Schulen sogenannte Sexkoffer existieren, wo der Lehrer dann da steht und den aufmacht und dann eine Plüschvagina und einen Gummipenis rausholt und diesen armen, erschreckten Kindern, die 8, 9 Jahre alt sind, vorführt. Das gehört natürlich auch zu diesem Plan, um möglichst große Unsicherheit in die Entwicklung der Kinder zu bringen. Die Richtung ist immer wieder klar. Das ist schon auch eine merkwürdig sexuell orientierte Richtung, was uns nicht verwundert, wenn wir mit offenen Augen auch so durch die Gegend gehen und sehen, wir kommen an keinem Kiosk mehr vorbei, wo wir barbusige Wesen sehen. Auch unsere Kinder müssen an diesen Kiosken vorbei und viele kommen damit kaum klar. Es gibt Fälle aus Nordrhein-Westfalen, speziell jetzt will ich mal den Fall rausgreifen, die katholische, wie heißt die Schule, weiß ich jetzt nicht mehr, in Salzkotten. Wenn Sie nur katholische Schule Salzkotten und Sexualunterricht eingeben, werden Sie auf ein paar Artikel von mir stoßen, in denen ich Interviews geführt habe mit Müttern und Vätern, die ihre Kinder nicht zum Sexualkundeunterricht zulassen wollten und deswegen für mehrere Wochen in Erzwingungshaft genommen wurden. Mütter von mehreren Kindern saßen bis zu 6 Wochen zwischen anderen Leuten, die aber Schwerverbrecher waren zum Teil, in Erzwingungshaft. Und zwar deswegen, weil sie sich geweigert haben, dann ein Bußgeld zu bezahlen, was sie hätten bezahlen sollen, weil die Kinder nicht zum Sexualkundeunterricht kamen. Und dann mussten sie halt in Erzwingungshaft. Da fragt man sich, was ist hier in diesem Land los? Es findet umfangreich die Zerstörung sämtlicher Werte statt, die Zerstörung der Familie. Und wenn wir davon ausgehen, dass eine Gesellschaft, eine stabile, gesunde Gesellschaft auch ein stabiles Wachstum erzeugen kann und auch eine gesunde Geisteshaltung haben kann, in der es auch nicht nur um das Leistungsprinzip geht, was sicher Sinn macht, in Grenzen, nicht so wie jetzt, ausufernd, sondern wo es auch um Verantwortung, um ein Miteinander, um Nächstenliebe geht, um Empathie, dann werden wir das so nicht hinkriegen. Wenn unsere kleinen Kinder früh wegorganisiert werden, man hat hier übrigens, das will ich vielleicht noch schnell sagen, man hat hier durch, ich würde mal sagen, das ist eine Art Propagandainstrument gewesen. Durch die Veränderung eines einzigen Buchstabens hat man einen neuen Begriff erschaffen, ihn installiert und ihn zu einem selbstverständlichen Werkzeug dieser Gesellschaft gemacht. Früher gab es noch die frühkindliche Bindung. Die Bindungsforschung ist in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts
entstanden. Bindungsforscher dieser Zeit, die das entwickelt haben, waren aus der Schweiz René Spitz oder aus Großbritannien John Bowlby. Das waren die Pioniere. Die haben die Bindungsforschung entwickelt, nämlich genau das, was ich hier versucht habe, gerade in wenigen dürren Worten im Gegensatz zu deren Erkenntnissen klarzumachen, wie wichtig die Bindung ist. Und diese frühkindliche Bindung ist dann irgendwann vor wenigen Jahren zur frühkindlichen Bildung geworden. Also man hat nur dieses N, dieses sehr positiven Begriffs, frühkindliche Bindung, ausgewechselt und durch ein L ersetzt. Frühkindliche Bildung heißt heute die Kinderkrippe. Die Kinderkrippe ist auch so ein Ding, dass die Krippe heißt. Ne? Ist eigentlich auch ein positives Wort, die Krippe, wenn man sie ursprünglich so vor 2000 Jahren sich angeschafft hat. Also das wurde jetzt auch zu einem positiven Begriff erhoben, die Krippe. Und die, wenn wir uns anschauen, wie sieht denn so eine Krippe eigentlich aus, so eine Kinderaufbewahrungsstelle, wo die Eltern ihre Kinder hingeben und ihnen weisgemacht wird, das ist jetzt, was ihre Kinder dort erwartet, frühkindliche Bildung. Es gab gerade wieder eine Veröffentlichung einer Studie aus Hamburg. Ich habe jetzt den Auftraggeber gerade nicht im Kopf, kann aber nachgeliefert werden, wo klar festgestellt wurde, dass der Betreuungsschlüssel in den Kinderkrippen so mangelhaft ist, dass es gefährlich geworden ist. Also die Wissenschaftler sagen, wenn jemand Kinder unter 3 Jahren betreut, dann kann er maximal 3 Kinder betreuen, um sie noch einigermaßen zu fördern. Denn wir müssen auch wissen, die ersten 3 Jahre sind die sogenannten prägenden Jahre. Hier wird alles festgelegt, was der Mensch bis an den Rest seines Lebens mit nach Hause nimmt, was ihn begleitet, was ihn entweder stark macht, worüber wir schon gesprochen haben, oder eben auch schwächt. Seine gesamten Anlagen, die nur darauf warten, per Synapsen millionenfach, wahrscheinlich milliardenfach vernetzt zu werden, können hier förderlich und gedeihlich entwickelt werden durch naturgerechte Bedürfniserfüllung. Also Ansprache der Mutter zum Beispiel, die Muttersprache, die sich durch die Mimik der Mutter erschließt und vieles mehr. Und also wir sprechen von den 3 wichtigsten Jahren, die ersten 3. Wenn wir von der Krippe sprechen oder von der Kita, nicht zu verwechseln mit Kindergarten, was auch gerne gemacht wird, um die Manipulation perfekt zu machen. Gar nichts dagegen einzuwenden, gegen einen Kindergarten, wo die Kinder mit 3,5, 4 Jahren hinkommen, um mit anderen Kindern zu spielen, weil wir ja heute häufig Einzelkinder haben. Das ist also durchaus eine sinnvolle Sache. Aber in den ersten 3 Jahren, wissen die Wissenschaftler auch ganz klar, braucht das Kind keine anderen Kinder. Das wird uns weisgemacht heute. Und wer sein Kind nicht in die Krippe geben will, dem wird sofort als Dogma auf den Kopf gehauen. Du verhinderst, dass dein Kind soziale Verbindungen eingehen kann. Nein, das kann die gar nicht eingehen. Wenn man nämlich mal in eine Krippe guckt, dann spielen die Kinder nicht miteinander, sondern sie spielen nebeneinander. Der Stress, den sie da aushalten müssen, ist groß genug. Also von einem Miteinander kann nicht die Rede sein. Nun sagen also die Forscher, 3 Kinder. Kann man sich vorstellen, wenn da vielleicht ein Baby ist, gibt es ja immer mehr jetzt in den Krippen. Es gibt ja jetzt auch 24-Stunden-Krippen und es gibt auch schon Wochenkrippen, wo man die Kinder montags abgibt und dann Freitagabend wieder abholt. Hauptsache Erwerbstätigkeit. Ich sage nicht, dass die Mütter das wollen. Ich sage, die Mütter werden unter Druck gesetzt. Wobei es gibt noch eine andere Variante. Die höre ich auch immer wieder. Und das finde ich auch ganz spannend. Es gibt auch junge Familien, die sagen, okay, das Geld ist knapp, aber wir verkaufen ein Auto. Wir haben dann halt nur noch ein Auto. Und es ist auch nicht mehr der Neuwagen, sondern der ist vielleicht schon ein paar Jahre alt. Und wir fahren auch nicht mehr 2-mal im Jahr in Urlaub, sondern wir bleiben im Land mit unseren Kindern. Wir wollen die Zeit mit unseren Kindern erleben. Die Mütter bleiben zu Hause und stellen sich darauf ein, gut haushalten zu müssen, um nicht zu sagen, sparen zu müssen. Wenn man mit diesen Leuten spricht, sieht man in erfüllte Gesichter
und hört immer wieder die Aussagen, es lohnt sich. Und ich glaube auch, dass das nochmal mit etwas ganz anderem zu tun hat, nämlich mit dem Prozess im eigenen Inneren, wenn man eine Familie gründet und sich die Frage beantwortet, wie will ich das gestalten? Ist nicht jedermanns Sache, aber ich finde, es ist durchaus bedenkenswert. Betreuungsschlüssel. Also, da ist ein Baby, da ist ein einjähriges Kind, da ist ein dreijähriges Kind. Wenn man diese drei zu beaufsichtigen hat, kann man ihnen ungefähr gerecht werden. Das haben wir aber nicht. Wir haben auch nicht 5 Kinder auf eine Betreuerin, wobei wir auch keine ausgebildeten Betreuerinnen mehr haben. Denn Frau Schröder als Familienministerin, Frau von der Leyen als Familienministerin träumten schon davon und Frau Schwesig erst recht, dass man natürlich jetzt auch ungelernte Leute umpolen kann, umarbeiten kann, umschulen kann, auch Handwerksleute und so weiter, um da ein bisschen für Entspannung zu sorgen, damit ein paar Betreuer mehr in der Krippe sind. Das ist der Moment, wo dann meine arme alte Christa Mewes laut aufschreit und sagt, stopp, das geht gar nicht. Denn wer will denn auf die Bedürfnisse dieser Kinder eingehen nach einer 4-wöchigen Schulung? Und nicht wer einen solchen Beruf ergreift, das ist ja ein langer Prozess. Also lange Rede, kurzer Sinn, es kann sein, dass 10 bis 15 Kinder auf eine Betreuerin kommen oder einen Betreuer. Und diese Kinder werden nicht gefördert, die werden auch nicht nur verwaltet, die werden verwahrt bis vernachlässigt. Das muss man wissen, wenn man seine Kinder abgibt. Und wer das nicht weiß und sein Kind dahin bringt und diese Verhältnisse sieht, spätestens dann muss er ins Nachdenken kommen. Was mache ich hier mit meinem Kind? Hier appelliere ich durchaus an die Verantwortung der Mütter und der Väter, genau hinzuschauen und dann abzuwägen, ist es das wert, wenn wir doch wissen, dass in den ersten 3 Jahren die Grundlage für das Urvertrauen eines Menschen bis ans Ende seiner Zeit gelegt wird. Und es geht ja um viel mehr, es geht ja gar nicht nur alleine um sein Urvertrauen und um seine körperliche Stabilmachung und Gesunderhaltung, sondern es geht auch um seine Position als Mensch, als verantwortlicher Mensch in einer Gesellschaft. Welche Gesellschaft wollen wir haben? Was wünschen Sie sich? Und was ist geplant? Was wollen die anderen? Was wollen die, die uns diese merkwürdigen Gesetze überstülpen, diese merkwürdigen Entwicklungen zumuten? Es scheint ganz offensichtlich so zu sein, dass es nicht erwünscht ist, dass wir stabile Menschen werden, stabil in Charakter und Persönlichkeit, sondern doch eher unsichere. Warum? Ist es vielleicht so, dass Menschen, die in sich unsicher sind, leichter lenkbar sind? Ist es vielleicht so, dass jemand, der stabil ist, der selbstbewusst ist, Ärger machen kann? Könnte es sein, dass man diesen Ärger nicht will, jedenfalls nicht vielfach? Ja, das könnte sein. Wenn man sich so die anderen Entwicklungen anguckt, denen wir im Moment ausgeliefert sind, wenn man sich die Zentralregierung in Brüssel anschaut, was sie uns so alles zumutet, dann könnte das sehr gut sein. Wenn man jetzt also gegen Gender ist und wenn man gegen den Feminismus ist, dann gibt es dafür jetzt auch schon, das habe ich gesagt, Antidiskriminierungsgesetze. Es geht aber noch viel weiter. Es gibt eine Studie, die stammt, glaube ich, von 2011, von der Friedrich-Ebert-Stiftung, SPD-nah. Es steht jetzt nicht unbedingt im Verdacht, konservativ zu sein. Und diese Studie heißt die Abwertung der anderen. Das ist eine europaweite Studie gewesen, wo verschiedene Themen abgefragt wurden und die Befindlichkeit der Bürger der EU. Und also die Themen waren die Abwertung der anderen. Da ging es um Sexismus und Diskriminierung. Es waren unter anderem Migranten, in welchem Licht erscheinen die und wie ist ihre Rolle, werden die abgewertet durch die anderen. Dann geht es um die Frau und es geht um das Thema Familie. Es wurde unter anderem die Frage gestellt, europaweit. Sollten Frauen wieder
zunehmend ihrer weiblichen Rolle zugeführt werden, was die Kindererziehung angeht, und am Anfang länger zu Hause, sinngemäß zu Hause bleiben. Und da haben 63% der europäischen Bürger gesagt, ja, so soll es sein. Die sollen wieder sich mehr um die Kinder kümmern, ist besser für die Gesellschaft. Es ging auch dann um die Frage der sogenannten Integrationspolitik, mit der dann auch über 50% der Bürger nicht einverstanden waren. Aber bleiben wir mal beim Thema Familie. Die waren wohl offenbar sehr überrascht über dieses Ergebnis, die Wissenschaftler. In Zusammenarbeit mit der Uni Bielefeld ist diese Studie zustande gekommen, Friedrich-Ebert-Stiftung und Uni Bielefeld. Was haben die gemacht damit? Haben die jetzt überlegt, welche Lösungen man finden könnte, damit praktisch 2/3 der Europäer, man kann also sagen, das ist dann die überwiegende Mehrheit, wie man mit denen wieder zusammenkommen kann? Nein, das hat man nicht gesagt, sondern man hat dem EU-Parlament Vorschläge geschrieben, wie diese 2/3 der europäischen Bürger umerzogen werden. Und dafür gab es dann auch gleich handfeste Beispiele, die übrigens alle inzwischen gerade umgesetzt werden, nämlich Kontrollmechanismen. Das ist nämlich eine Abwertung aus deren Sicht, eine Abwertung von 2/3 der europäischen Bürger, die so sexistisch sind, dass sie sagen, eine Mutter sollte in den ersten Jahren bei ihren Kindern bleiben. Das geht eben nicht mehr in Europa. Das ist sexistisch. Und Sexismus, auch Homophobie, das sind ja alles inzwischen Straftatbestände. Und dann hat man also überlegt, wie macht man das? Und dann hieß es also, zunächst müsste ein sogenanntes Monitoring, also eine Beobachtung praktisch, eingerichtet werden. Wie macht man das? Indem man als erstes auch die Medien beobachtet. Wie berichten die überhaupt? Also das heißt, der Plan ist, der umgesetzt wird schon, man lädt führende Journalisten bzw. Chefredakteure zu regelmäßigen Informationsveranstaltungen ein, europaweit, um ihnen zu sagen, wie zu diesen Themen berichtet wird. Und es wird beobachtet, wie die berichten. Und inzwischen werden, soviel ich weiß, also handfeste Gesetze entworfen, die eben Straftatbestände ausarbeiten, dass man erfährt, dass man eben nicht mehr sagen darf, eine Frau ist eine Frau, eine Mutter ist eine Mutter, deswegen werden diese Begriffe auch alle abgeschafft, sondern schön politisch korrekt alles Gender. Ich habe übrigens gerade, das hatte mir jemand gesagt, stand wohl in einer Schweizer Zeitung, auch ein spannendes Beispiel, wer jetzt in Deutschland den Grünen beitreten will und das Antragsformular ausfüllen will, der kann nicht mehr männlich und weiblich ankreuzen, sondern weiblich und nicht weiblich. Da sieht man ungefähr, in welche Richtung das geht. Was heißt das für unsere Gesellschaft? Es ist eine massive Umerziehung im Gang, die eigentlich kaum wahrgenommen wird von den Menschen. Die merken nur, irgendwie verändert sich das, das Klima wird immer kälter, es wird immer unpersönlicher, es wird alles immer komischer. Das ist so gewollt, wie gesagt, Gender Mainstreaming. Es hat Jean-Claude Juncker, hatte ja mal einen Satz gesagt, 1999, dem Spiegel, ich sage ihn auch nur sinngemäß, weil er mir zu lang ist, wenn ich ihn jetzt zitieren sollte, ich kann es nicht, der aber sagt, wenn wir etwas beschließen wollen, von dem wir wissen, dass die Leute das vielleicht nicht schätzen, dann kleiden wir das in komplizierte Begriffe, warten eine Weile und wenn kein Widerstand sich regt, dann setzen wir das durch, Stück für Stück, so wie wir das geplant haben. Und so ist das, so unter dieses Kapitel fällt Gender Mainstreaming, die Umerziehung unserer Gesellschaft. Was kann der Einzelne jetzt tun? Man hofft dann immer auf Generallösungen. Jetzt, was machen wir? Können wir jetzt uns zusammenrotten? Können wir die Welt ändern? Ich glaube, das geht nur in kleinen Schritten. Und anfangen muss jeder bei sich selber. Zunächst kann ich immer nur empfehlen, wichtig ist, sich zu informieren. Wir haben heute alle die Chance, wie ein Journalist zu arbeiten.
Wir können ins Internet gehen, wir können uns sogenannte seriöse Zeitungen angucken, wir können uns wissenschaftliche Untersuchungen herunterladen und durcharbeiten. Wir können bei den alternativen Medien forschen und suchen, und von denen gibt es zum Glück immer mehr. Ich kann an dieser Stelle nur auf die Videos und Vorträge auch der Wissensmanufaktur verweisen, wo wir viele Hinweise, also gerade auch zum Geld-, Finanzsystem, Zinssystem finden, zum Bodenrecht, aber eben auch zu Familienthemen. Und wir müssen lernen, wir dürfen nicht mehr das unhinterfragt hinnehmen, was uns von außen serviert wird, sowohl aus der Politik als eben auch aus den Medien. Es tut mir so unendlich leid, weil ich fast 20 Jahre selber zum System gehört hatte und tatsächlich auch in diesen Jahren immer der Ansicht gewesen bin, alles richtig zu machen. Also das, was wir da verbreitet haben, habe ich gedacht, das stimmt alles. Und ich sage jetzt an dieser Stelle auch nicht, das stimmt nicht, weil das wäre justiziabel, da würde ich wahrscheinlich Ärger kriegen. Aber ich spreche mal von mir. Ich habe irgendwann begonnen, die Inhalte zu hinterfragen, als mir so ein paar Ungereimtheiten zunehmend aufgefallen sind, und habe auf eigene Faust geforscht. Und die Ergebnisse, die ich herausgefunden hatte, haben mich erschreckt. Und ich stand irgendwann vor der Frage, mache ich das Spiel weiter mit? Jetzt, wo ich es schon ein bisschen besser weiß, wirklich besser, oder mache ich weiter, um sozusagen meine Pfründe zu sichern? Gerade das Thema Familienpolitik ist aber so wichtig, nämlich für die ganze Gesellschaft, für jeden einzelnen Menschen, dass ich gedacht habe, ich erlaube mir den Luxus, das einfach weiterzumachen, was auch so bleiben wird, egal welche Bandagen da auch ausgeteilt werden. Und jeder Einzelne, den das Thema berührt, nicht nur weil er Vater oder Mutter ist, vielleicht weil er Großvater oder Großmutter ist oder eben ganz jung ist und sagt, ich möchte sehen, was auf mich zukommt, der sollte sich kundig machen. Der muss nicht unbedingt meine Bücher kaufen, aber in denen steht es natürlich auch drin. Aber man findet kostenlos genügend Informationen auch im Internet, auch Artikel von mir, die brauchen sie auch nicht zu bezahlen. Und erst wenn man Wissen zusammengesammelt hat, oder sagen wir Informationen, und sich ein eigenes Bild zu formen beginnen kann, erst dann kann man auch anfangen zu diskutieren, was man aber tun sollte. Wir sollten alles tun, um die Informationen, die wichtig für uns sind, rauszubringen. Dafür müssen Sie nicht eine Fernsehsendung besuchen, um das dann an die ganze Welt weiterzugeben, sondern in Ihrem Umfeld. Das ist ein Multiplikationseffekt. Man spricht miteinander, der eine sagt es dem anderen, und so verbreitet sich das Thema. Es ist nur wichtig, dass man wirklich sich ein eigenes Bild macht. Prüfen, prüfen, prüfen. Aussagen prüfen, um sich ein eigenes Bild zu machen. Und wenn man dann genügend Munitionsmaterial ist vielleicht ein bisschen zu hart formuliert, aber genügend Informationen hat, um auch einer Diskussion standzuhalten, die wahrscheinlich nicht bei einer Diskussion bleibt, sondern die eine heftige Debatte werden kann, da muss man sicher stehen. Und wenn man das schafft, dann kann man auch ein paar Schritte weitergehen und etwas verändern. Also mein Appell ist das, was ich eigentlich auch gemacht habe: schauen, erkennen, suchen, prüfen, sich ein eigenes Weltbild erstellen, wobei das natürlich ein großer Begriff ist, um dann vielleicht ein bisschen etwas zu verändern. Denn eins müssen wir wissen: es geht in diesem menschlichen Miteinander nicht nur um stabile Persönlichkeiten und um Verantwortung, es geht auch um Liebe. Und das ist der Begriff, der heutzutage so gut wie gar nicht mehr vorkommt. Wir brauchen ihn aber. Wir brauchen die Liebe. Wir brauchen die Liebe zueinander und miteinander wieder. Wir müssen unsere Herzen wieder aufmachen lernen und versuchen, miteinander in der Gemeinschaft unsere Ziele zu erreichen, ohne diesen unsäglichen Druck, diesen Leistungsdruck, der uns im Moment in die Knie zwingen will. Und dann schaffen wir Schritt für Schritt den Weg hinaus, vielleicht auch wieder Richtung Licht, Richtung hellen Tag. Also das würde ich mir für alle wünschen. Ich bedanke mich für die Geduld, die ihr hier alle hattet, und ich hoffe, ihr macht alle mit. Danke.
Schlimmste, was wir haben in unserer heutigen Zeit, dass es ausgerechnet diejenigen, die Rückgrat zeigen und wirklich Zivilcourage zeigen, angegriffen werden und diejenigen, die im Standardsystem weiterarbeiten und vermeintlich unter dem Vorwand, unter der falschen Flagge des Rückgrates operieren, gegen die Menschen, die werden gefeiert. Es ist einfach unglaublich. Ich freue mich sehr, dass wir heute Eva hier haben. In diesem Sinne, lasst uns den Tag noch gemeinsam hier zu Ende bringen, vielleicht ein bisschen geruhsam, und vielen Dank, liebe Eva, nochmal. Dankeschön. Gerne, danke. Danke.